Ja, herzlich willkommen von meiner Seite zum MSCI Plus Partner Schweiz Index Launch mit den Ergebnissen 2019. Mein Name ist Sebastian Gläsner und ich freue mich, Sie durch die nächsten Folien führen zu können. Aufgrund der Online-Veranstaltung nicht so umfangreich wie sonst, sondern in einer verkürzten Version. Zunächst geht der Dank an alle Teilnehmer. Ohne die Daten, die uns die Unternehmen zur Verfügung stellen, diese privaten Informationen, während der Index-Launch so nicht möglich. Und insofern gilt hier der große Dank an alle Teilnehmer. Und wir werden auch gleich noch sehen, dass da weitere hinzugekommen sind. Der Gesamtmarkt, den wir erheben, umfasst 3.600 Objekte, 3.634 um genau zu sein, mit einem aggregierten Verkehrswert von 107,5 Milliarden Schweizer Franken. Das entspricht einer Marktabdeckung des relevanten Marktes von rund 41%. Und wir können das unterteilen in die verschiedenen Nutzungsarten. 50%, den größten Anteil hat momentan der Wohnbereich, gefolgt von Büro- und Handelsobjekten. Und um das Headline-Ergebnis schon vorwegzunehmen, der Total Return über alle Objekte, inklusive der Bestandsobjekte und der Projektentwicklung und Käufe-Verkäufe, lag bei 6,2% im Jahr 2019, getrieben von einer Mietrendite, einem Income Return von 3,5% und einem Capital Growth, also einer Wertänderungsrendite von 2,7%. Das angesprochene Wachstum der Marktabdeckung dieses Jahr ergibt sich aus, das ist hier dargestellt. Hier sehen wir also den Verkehrswert zum Ende 2018 bei 97,7 Milliarden Franken. Das Netto aus Verkäufen und Käufen bei unseren Kundenportfolios liegt bei knapp 2 Milliarden Franken. Nochmal knapp 2 Milliarden kommen dazu aus den Kapitalaufwendungen in bestehende Objekte und in Projektentwicklungen. 2,7 Milliarden kommen von Aufwertungen der Bestandsimmobilien und 3,3 Milliarden eben von neuen Portfolios, die jetzt im aktuellen Jahr dazugekommen sind. Diese 6,3% vergleichen sich im Jahr 2019 mit anderen Assetklassen natürlich auch. Und da ist, wie zu erwarten, eine deutliche Outperformance den Bonds gegenüber festzustellen. Und aber ein schwächeres Abschneiden gegenüber den Immobilienaktien und den Aktienmärkten generell in der Schweiz. Aber sobald man über den längeren Horizont sieht, jetzt hier in den 3, 5 und 10 Jahren, da sieht man eben nicht nur, dass die Immobilienrendite im Total Return Sinn fast konstant bei etwas über 6% ist, sondern auch, dass auf die lange Sicht über 10 Jahre nur die Aktien damit da irgendwie mithalten können, bei 6,9% analysierter Rendite, aber eben bei einer wesentlich höheren Volatilität, sodass sich die Schweizer Immobilien als Alternative zu anderen Anlageklassen innerhalb der Schweiz hier sehr positiv darstellen. Diese geringe Volatilität des Schweizer Immobilienmarkts, das ist weltweit eher die Ausnahme. In Deutschland und Österreich sind ähnlich stabil, aber Märkte wie der UK zum Beispiel ist das andere Extrem in der Volatilitätsskala. Das sieht man hier in grün abgetragen mit dem zweistelligen Einbruch in der Finanzkrise und den zweistelligen höheren Renditen in der Folge daraus. Die Schweiz geht jetzt ziemlich stabil durch die 2 Dekaden hier. Und der Gesamtindex, den wir aus rund 30 Ländern berechnen, der liegt jetzt aktuell, die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor, aber ist auf einem ähnlichen Niveau bei einer deutlich höheren Volatilität. Diese relativ stabilen Renditen auf Total-Return-Ebene von gut 6%, jetzt eben bei 6,3, es entstehen nicht jedes Jahr gleich. Das ist eine Verschiebung von der Mietrendite, hier in grün dargestellt, im Income Return, hin zum Capital Growth, also zur Wertänderung, zur Wertsteigerung der Objekte. Sodass auch wenn dieser Total Return relativ konstant ist, der Income Return mittlerweile von dem Vergleich zu 2002 und damals noch 5,2 auf aktuell 3,5% zurückgegangen ist. Dieses Wertwachstum, der Capital Growth,
Den kann man noch gut zergliedern im Rahmen unseres Analyserahmens. Und zwar kommt das Wachstum nicht von Mietwertsteigerungen. Dieser Income Impact, der unten rechts dargestellt ist, der ist negativ mit 1,2 Prozentpunkten. Und auch der Investment Impact, der hier unten rechts mit minus 0,8 dargestellt ist, der beschreibt also, wie viel Capital Investments eigentlich nötig waren, um halt letztlich zu diesem Capital Growth zu kommen. Der Treiber dieser Aufwertung ist dann tatsächlich der Discount Factor, also wie die Cashflows an den Markt kapitalisiert werden, aufgrund des aktuellen Zinsumfeldes unter anderem. In der Kürze der Zeit gehen wir jetzt noch auf die drei Hauptnutzungsarten ein. Jetzt hier mal rausgegriffen die Zahlen 2019 im Vergleich über alle Kantone im Bereich der Wohnimmobilien. Und hier ist mal herausgegriffen Genf und Basel. Da ist halt interessant zu sehen, dass da mittlerweile quasi 2/3 der Gesamtrendite von den Aufwertungen getrieben sind, also vom Capital Growth. Und nur noch 1/3 eigentlich die Mietrendite an sich ist. In anderen Märkten ist das ein ganz anderes Verhältnis. Da ist also wesentlich weniger Rendite kommt von den Aufwertungen und dafür ein viel größerer Anteil aus der eigentlichen Mietrendite. Im Bürobereich ist die Situation nicht ganz so. Da ist der Income Return natürlich noch deutlich höher als im Wohnbereich. Aber da sind die Unterschiede mindestens genauso ausgeprägt auf der Total Return Ebene. Weil wir zum Beispiel sehen, dass die Büroliegenschaften in Zürich dann deutlich stärker aufgewertet wurden als zum Beispiel in Genf oder Lausanne. Da ist natürlich auch immer interessant zu wissen, was waren die Treiber davon. Jetzt mal hier nur kurz rausgegriffen die Leerstandsraten. Auch da sehen wir ganz erhebliche Unterschiede mit den minimalen Leerstandsraten jetzt in Bern und in Basel und mit deutlich zweistelligen Raten in Genf und Lausanne. Auch noch die letzte Folie, mal einen interessanten Einblick in die Handelsmärkte. Hier sehen wir das Retail All Assets, also der Total Return aller Handelsobjekte, die wir in der Schweiz messen, war im Jahr 2019 bei 3,9%. Und wenn man das jetzt mal unterteilt in die Objekte in den großen Städten, den verbleibenden Städten und den Shoppingcentern, dann sieht man halt einen eklatanten Unterschied. Einmal die Outperformance der Objekte in den größeren Städten. Aber vielleicht noch eindrucksvoller das schwache Abschneiden auf Total Return-Ebene hier von den Shopping Centers, wo also die Objekte deutlich abgewertet werden, eben auch als Ergebnis der Wettbewerbssituation mit dem Onlinehandel. Das waren hier schon an dieser Stelle unsere Ergebnisse, möglichst kurz zusammengefasst. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen da gerne zur Verfügung. Wir von MSCI, aber natürlich auch unsere Partner von Wüstpartner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.